Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 308 von Simotrans. Ja, hier oben fährt die Straßenbahn. Wir haben letztes Mal die eine rausgeschmissen. Wir sind auf diesem Rundkurs halt am gucken. Schauen noch einmal, wie die Haltestellen besetzt sind, haben wir gesagt. Und dann werden wir weitere Dinge tun. Okay, das würde ich sagen. Machen wir alles nach dem Intro. Bis gleich. So, dann schauen wir mal da rein, was da hier so Fakt ist. Und zwar geht die Reise erstmal in die Linie rein. Nee, nicht WASD drücken, das ist falsch. Hier und gehen wir hier auf die Linie und dann gucken wir mal. Nee. Also hier haben wir diese 17.000 Leute stehen. Hadexen-Hauernstraße ist klar, das ist hier und die wollen vom Baustoffhandel da weg, das passt. Altenau, Kirche St. Marien ist auch klar, die ist daneben. Kommen wir da vorbei? Warte mal, wir müssen mal gerade dazu machen. Ne, das muss man nicht so machen. Das lassen wir offen, schiebt das mal nach da links oder nach da rechts. Macht das mal zu. Und das war jetzt wo? Das war jetzt hier. Baustoffhandel ist klar. Baustoffhandel hat die meisten Leute, ist auch klar. Auern 6, 4. Hier haben wir an der Karl-Benz-Straße Altenau Kohlemine Betriebshof. Wo ist denn das jetzt? Da oben. Altenau Kohlemine Betriebshof. Da wollen ganz viele Fahrgäste hin. Ah ja, da haben wir ja auch hier eine Haltestelle, okay. 2664, wollen denn auch welche zurück? Ja, gibt es auch reichlich. Da müssen wir da mal gucken, was wir da machen. Vielleicht sollte man da noch einen Bus mehr hier als Zubringer machen oder so. Das würde ich mal sagen. Ne? Gut, dann ist das auch geklärt da erstmal. Das müssen wir dann schauen. Das bedeutet, also auf dem Rundkurs habe ich jetzt keine gesehen, außer dass die jetzt hier von diesem halt da in die Stadt verteilt werden wollen. Wir müssen aber hier den Bus dann mal gerade nehmen, der jetzt hier unten ist. Gucken, wo der so lang fährt, ne? Stadtbus Altenau ist das ja jetzt. Der Stadtbus Altenau fährt Rheinstraße ab, Römerstraße ab. Ja, Römerstraße. Linie ändern. Römerstraße braucht er nicht mehr hinfahren. Da gibt es eine Dingens, wie heißt es? Eine Straßenbahnlinie, ne? Altenau Kohlemine muss er auf jeden Fall hin. Dann Bravela Straße. Da muss er auch hin. Saumweber Straße muss er auch hin. Kirchstraße St. Marien. Die ist da. Da braucht er nicht mehr hinfahren. Das können wir also auch rauslöschen. Da haben wir die Straßenbahn, ne? So, dann hat er seine Aufgabe da gefunden. Und dann würde ich sagen, Post passt schon. Das muss da ja noch bleiben. Aber wir müssen auf das ganze Werk noch einen weiteren Bus draufsetzen, glaube ich. Und zwar fahren wir da mit einem Gelenkbus dieser Art. Wie waren das jetzt, Passagiere? 70, naja, dann war das der falsche. Das wäre der richtige, naja, der 52, der war es auch nicht. Hatten wir nicht schon einen größeren Gelenkbus? Ach nee, das war vielleicht schon richtig, ne? 95, 90, 70 plus 120, der war schon der richtige, ne? Gesamtkapazität 120. Und der muss auf welche Linie? Die heißt SB Alten, Stadtbus Altenau. Dann suchen wir die mal schnell. Adenau nicht, sondern Altenau. Da ist er. Der passt. Und ich würde sagen, wir kopieren das Werk und starten die beiden. Und den hier sagen wir ganz einfach ausmustern, ne? Weil der ist veraltet. Und der hier wird durch den Sattelschlepper ersetzt. Oh, hier gibt es einen neuen. Der kostet 11.
Kann der denn auch? Kann er auch. Gut, dann kommt er auch auf diese Linie, Stadtbus Altenau, und starten den. Und er hier kriegt das gleiche Schicksal leider und wird auch ausgemustert. So, damit haben wir das geklärt. Machen den mal zum Verkauf weg. Haben wir noch andere Sachen, die wir verkaufen müssen? Nein, passt also. Kann so bleiben. So, dann haben wir Stadtbus Altenau abgeändert. Das ist ja auch gut so. Dann haben wir da einen neuen LKW, der da unten schon fährt mit der türkisen Maschine. Und dann sieht das erstmal gut aus. Dann sollten die hier auch mit der Zeit abgearbeitet werden, ne? Und von hier aus waren ja auch einige, die dahin wollen, ne? Also das passt dann schon. Gut. Kriegen wir hin, würde ich sagen. Gut. Das haben wir dann hier erledigt. Dann würde ich sagen, gehen wir hier in den Fahrplan rein und schauen uns das hier mal an. Mit den Haltestellen. Wartend, absteigend. So, Linienstraße, alte Kohlemine, Betriebshof. Das war hier. Da haben wir dran gearbeitet. Passagiere haben wir gerade auch noch gemacht. Sack Post sind ja auch genug da, wie wir sehen. Das sind ja auch mit unterwegs. Gut, dann ist der schon durch. Dann haben wir hier die Sonnenwendgasse. Wo war das? Das ist hier unten in Lauter, aber da haben wir doch schon mal geguckt, glaube, oder? Vertue ich mich da jetzt? Ja, da steht noch ein Zug, der steht da schon ewig, ne? Was macht der hier eigentlich? Der bringt Schüttgut. Salze, Lauter Flotow. Wo ist denn hier das Salz? Das muss ja hier oben bei der Straße sein. Wo ist denn das? Hier ist das, okay. Salze 1196 und da wird nichts mehr gemacht. Das Chemiewerk ist hier und hat gar kein Salz. Da ist die Lieferkette unterbrochen. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir uns um die Lieferkette gleich mal kümmern. Schauen wir da mal gleich rein. Aber wir sind erstmal, wo waren wir hier? Sonnenwendgasse, ne? Also, da war das jetzt. Jetzt müssen wir mal gerade die Linie dafür finden. Hier ist er. 400 fährt der. Die Linie ist das. 2000, 7000, 7000, 12000, 6000, 12000, 7000, 7000. Jetzt ist die Frage, wo wollen die 2000 alle hin? Helmgasse. Sonderhauen. Das ist jetzt, glaube, also die 100 wollen, die 300 noch was, die sind definitiv dann in den anderen Orten. Ich glaube, da braucht man nichts machen. Wichtig wäre jetzt hier nach der Lauter Helmgasse zu gucken. Das heißt, wir müssen hier bei der Vier-Städtetour wahrscheinlich eher gucken, wo die hinwollen, ne? Also, das ist ja hier offen. Das ist intern, intern, intern. Das sind hier zwei mit dem Zug. Das ist okay. Ich denke, da brauchen wir gar nicht weiter gucken. Sonderhausen, hier Straße ist hier. Über Waldeck 5000. Okay, das ist hier tatsächlich, ja, aber das liegt daran, dass wir hier wahrscheinlich. Ja, da müssen wir mal gucken, was wir da machen, ne? Ja, Rosenwild ist. Also hier sind und hier müssen wir auch noch die beiden gucken, weil die wollen ja hier weiter. Das heißt, wir müssen da vielleicht doch noch einen Zug machen, aber nicht so viel. Die zwei und dann noch einen, der nur das Stück dazwischen fährt, wahrscheinlich. Von Sonderhausen bis nach Waldeck oder so. Das ist ja jetzt hier Rosengasse, Rosenweg. Und Rosenweg nach Waldeck. Das ist intern. Ja, da sehen wir Waldeck nach Sonderhausen. Da brauchen wir noch einen Zug mehr, der nicht die ganze Strecke fährt wie diese hier. Okay, das müssen wir, die Vier-Städte-Tour müssen wir definitiv beim nächsten Mal im Angriff nehmen. Das machen wir jetzt nicht, weil ich gerade noch das mit dem Salz gesehen habe. Das sollten wir vielleicht eher machen. So, dann lass uns mal auf die Suche nach dem Salz gehen. Wo war das Häuslein? Hier. So, die LKWs bringen das von hier nach da. Das ist schon mal definitiv klar. Und er hier bringt das von wo nach Flotow. Gut, dann dahin.
Das bedeutet, hier können wir zumachen. Von Floto sind wir schon, naja. Okay, das Salz würde jetzt bis hierhin sein. So, da haben wir hier die LKWs. Ja, ich wollte jetzt keinen Heißluftballon. Ich wollte den LKW, die Linie. Die fährt von wo nach wo? Von Floto nach Leumoris. Also das ist zum Hafen. So, vom Hafen, das Schüttgut. Warte mal, jetzt lassen wir gerade die Karte hier aufmachen. Da ist das. Das heißt, die fahren hier den Weg. Da geht es darüber. Okay, dann müssen wir gucken, dass wir da schauen, wer hier anlegt. Verbindungen, Schiffe, Riedenburg-Floto. Da fahren einige Schiffe rüber. Dann können wir das schon zumachen. Und Schüttgutfrachter ist der hier. Also das heißt, wir sind dann schon da oben in Riedenburg. So, von Riedenburg kommt das Salz hier hin und ist in diesem Zug. Da ist auch Schüttgut drin. Der fährt. Das kann zu. Der fährt, der fährt, der fährt, der fährt nach Hardegsen Stahlwerk. Das ist hier. So, und vom Stahlwerk gibt es Schüttgut wohin? Verbindungen. Eisenerz, Kohle und Schrott. Und wir haben Zug, Güterzug, Kohle, Stahlwerk. Was ist das hier? Okay, das ist die Post und Dingens. Das ist es nicht. Holz geht auch nicht. Kohle, Zeche, Südwestost. Der steht jetzt da. Nee, das ist ein falscher Zug. Also das ist nicht die Linie, die wir brauchen. Maschine, Stahl, Schrott. Der fährt ja. Alte Kohlemine, Hardegsen Stahlwerk. Das ist richtig. Und die alte Kohlemine ist da. Okay, das ist auch der falsche Zug schon. Wieder zu Kohle Stahlwerk. Was ist das denn jetzt hier für eine Linie? Riedenburg Rathaus. Achso, das ist von da unten nach da oben. Das ist schon mal der erste. Das ist schon gut. Holz. Das hier ist die Linie, ne? Oder? Nee, das ist falsch. Die haben wir schon. Maschinenbau, Stahl, Schrott. Maschinenbau, fährt er da überhaupt noch vorbei dann hier? Da passt auch was nicht, oder? Schrott, Stahlwerk, Stahlwerk. Ah, das ist hier unsere Linie. Und die sollte dann darüber fahren und das tut sie nicht. Ja? Genau so ist es. Die fuhr mal früher über den einen Bahnhof, richtig? Das bedeutet, wir müssen hier schauen, dass wir da noch hier vielleicht ein Gleis machen, wo einer steht, der die Salze fährt. Gut, wir machen mal hier auf 210 jetzt, machen hier das Gleis lang. Okay, jetzt müssen wir den da wegschicken, weil wir da was verlängern müssen. Lupe. Fahr du mal woanders hin, du bist jetzt hier nicht gerade wunschlos glücklich. So, das bedeutet, wir können da was abreißen. Wahrscheinlich kommt es dann nachher zum Dingens hier. Wie heißt es? Zu dem Problem, dass, ne? Da. Oberleitung 210 passt. So sieht's gut aus. Da ist er schon, findet keinen Weg mehr. Das heißt, der LKW hat jetzt hier einen falschen Stopp, der wahrscheinlich da liegt. Und den müssen wir gerade ändern auf der Linie. LKW Obsthof, Linie ändern. Freier Wegpunkt. Löschen wir. Machen einfügen, den halt dahin. So, sollte dann passen. Der findet keinen Weg mehr. Wo ist er denn jetzt? Okay, der stand da noch und findet keinen Weg darüber. Okay. Sollte aber gleich wieder fahren, denke ich mal. Was haben wir jetzt hier? LKW Obsthof kann weg. Ist der schon weggefahren? Ne, der steht da immer noch.
Das kann zu. Ah, jetzt ist er hier schon weg. Okay, dann hat er die neue Linie angenommen, alles ist gut. Und der ist auch weg, das heißt, der hat die neue Linie akzeptiert. So, jetzt müssen wir noch einen Bahndamm haben. Für Schüttgut. Das da. So, jetzt haben wir da schon mal das gemacht. So, das passt. Das kann jetzt weg. Und jetzt brauchen wir einen Zug dafür, der halt die Salze fährt, ne? Wo war der Lokschuppen da oben? So, das bedeutet, wir brauchen jetzt einen Zug. Ne, Loks, Elektrotraktion. Ach so, das langsamste Glied wird wahrscheinlich der Waggon sein, ne? Das waren die neuesten, glaube, ne? 120 km/h fährt er nur. Hätte ich auch keine 210er Gleise bauen brauchen, ne? Was war das jetzt? Salze. Ja, das ist wohl wahrscheinlich der schnellste dann, ne? Der ist sogar mit 120 der schnellste. Ja, stimmt. So, dann eine Lok, die auch 120 kann. Ja, die kann schnell, aber bringt uns ja nichts. 160, wie viel PS haben die denn? 6,4, 6,4, 7,5. Aber auch teuer. 5,6, 4, 5,2. 5,2, 3,7, 6,3. 6,3 hier, die ist stark. Würde ich jetzt die tatsächlich favorisieren, oder? Was ist denn das so? Und Waggons dahinter und 15 Stück, ne? Also 15 Haltlänge. So, und Fahrplan ist von nach. Von da nach da. Jetzt müssen wir gleich gucken. Hardexen Stahlwerk vollladen, ne? Und neue Linie. Linie heißt Salze, Stahl, Werk, Chemiefabrik. Oder was? Werk ist auch egal. Passt. Passt. Starten. So, jetzt Karte auf und wir gehen hier hin. Karte kann zu und die fahren. Das heißt, die Kette war da unterbrochen. Passt soweit, ne, würde ich sagen. Gut, dann sind wir dann erst hier wieder durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.